Hallo Freunde und willkommen zurück. Mal wieder zu einer Folge Binding of Isaac. Ich habe euch mal die Random-Auswahl erspart, weil ich wusste nicht, welchen Charakter ich spielen soll. Ich bin natürlich auf dem Lost gelandet. Yay. Aber ich habe mit dem Lost noch was zu tun. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas von schaffen würden, weil... nope. Es ist Lost. Der Charakter heißt nicht umsonst so, oder wie war das? Ja. Wir gucken mal, ob wir irgendwas hinkriegen. Und wenn das nur ein paar Minuten geht hier, dann habt ihr leider Pech gehabt. Oder ich nehme einfach noch einen neuen Versuch auf. Na, komm her, du Scheißhüpfer. Dankeschön. Ich bin ja mal gespannt. Oh, das ist, hallo? Das ist ein schönes erstes Item. Okay, du bist uninteressant. Ich bin ja mal gespannt, der nächste DLC für dieses Spiel ist ja angekündigt. Soll auch dieses Jahr noch rauskommen. Ich meine, okay, sie haben es jetzt aktuell auf den 31.12. datiert. Ich rechne auch ehrlich gesagt nicht damit, dass es in diesem Jahr noch rauskommt, aber ich würde mich freuen. Ich mag dieses Spiel immer noch, auch wenn ich immer noch nicht durch bin und wahrscheinlich nie durchkommen werde, weil da fuck. Aber ich bin ja zumindest mittlerweile so weit, dass ich den letzten Charakter mal freigeschaltet habe, der mir noch fehlte. Yes, das HP Up brauchte ich unbedingt. Warum ich überhaupt noch hier reingehe, ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss eigentlich Boss was schaffen, also ich sollte mich beeilen. Ein Itemraum haben wir, also kein Grund hier noch weiter rumzugammeln. Tschüss. Schön mit euch. Demnächst noch ein paar gute Items. Aber ich meine, ich kann mich hier nicht beschweren. Die ersten zwei Sachen, die wir finden, sind Cancer Trinket und Magic Mush. Also, I'm happy. Und ich bin so gut wie tot. Normalerweise sage ich ja, diese dicken Fliegen, die den Splitshot drauf haben, die treffen einen nie. Außer wenn man nicht drauf achtet. Weil sie halt immer genau so schießen, dass sie einen nicht treffen könnten, wenn man sich nicht bewegt. Finde den Fehler. So, du geh mit weg. Ja, komm. Ja, komm. Sehr schön. Kein Schlüssel, verdammt. Ne. Geht weg, ihr Spinnen. Keiner mag Spinnen. Das sind alles Bomben. Ich brauche keine Bomben. Hallo. Dankeschön. Wenn wir kein Geld haben, gehen wir jetzt einfach in den Itemraum, sonst hätte ich überlegt, eventuell in den Shop zu gehen, aber wäre vielleicht besser gewesen. Ja. Wow. Das war gar nicht knapp oder so. Natürlich. Oh. Nicht getroffen. Da fuck. Scheinbar war er doch tacken zu nah an mir dran. Aber gut, wir haben glücklicherweise genug Schaden. Gar nicht knapp. Nein, nein, nein. Dadurch, dass ich den Schaden nehmen will, um möglichst schnell hier durchzukommen, können wir auch das Black Powder mitnehmen. Nein. War ich doch zu niedrig. Shit. Wow. Das war mir zu knapp. Geht bitte einfach weg. Abstand. Hallo, 1,50 Abstand. Danke. Können wir einfach definieren, dass diese Räume größer als 1,50 sind. Kleiner als 1,50, dann sind wir alle sehr glücklich. Also ich. Oh.
Ich muss sagen, wir kommen recht gut durch und wie gesagt, unser Schaden mit 8,4 ist awesome. Aber ich will mehr Schaden. Das war die falsche Richtung. So. Du. Hast mir auch nichts hinterlassen. Frechheit. Schön Herzen, genau die brauche ich. Ach nee, warte. Oh. Da wäre ich gerade fast noch mal wieder in den Schuss reingelaufen. Das wäre nicht so dramatisch gewesen, aber nervig. So. Ja, natürlich bringen wir den Stein in der Hoffnung, dass da. Oh ja. Keine Soul Hearts rauskommen, sondern eigentlich der Tiny Rock, Small Rock, sorry, den hätte ich gerne. So, und der Sharp Straw ist eigentlich ziemlich praktisch, weil er macht Schaden und er lädt sich wieder auf, also. Was meins, wo ist der Boss? Okay, da ist zumindest schon mal der Shop. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Warum habe ich eigentlich die Two of Hearts Karte? Die bringt mir doch gar nichts. So. Und gerade bei Bossen sieht man halt, wie viel Schaden der Sharp Straw machen kann. Ja. Das ist ein Rackman, egal welchen. Ja. Genau das ist mein Problem. Ich habe es bisher, glaube ich, noch nie geschafft, ihn ohne mindestens 2 Mal Schaden zu kassieren, zu bekommen. Ja, versuchen wir es nochmal und hoffen, ob es diesmal besser wird. So, bloß von keinem der Feuer treffen lassen, die wollen nämlich zurückschießen. Wow. So. Ja, Arrowwalk ist jetzt nicht so die Bombenkarte. Aber okay. Na. Ja, jetzt vermisse ich unseren Schaden. Oh. Schön. Item Raum. Doch verarschen. Das war hochprofessionell von mir. Okay, springen halt sinnbefreiterweise über alles drüber. Gut, haben wir jetzt 3 Runs in einem. Auf der einen Seite liebe ich Piercing Shots. Auf der anderen Seite sind die gar nicht mal so praktisch, weil sie Gegner nicht mehr von uns wegschubsen. Wenn die Spectral Tears, also dass wir über Steine und so schießen können, haben wir ja sowieso mit dem Lost. Aber ich kann halt jetzt die nicht mehr einfach mit Tränen von uns fernhalten, sondern müssen ihn ausweichen und sie töten. Stimmt. Wow, danke. Gerade dann kommt natürlich so ein Boss.
Ich meine, klar, wir machen ihm jetzt gerade effektiv doppelten Schaden. Aber keiner mag Steven. Weil wenn er mir Littles, also den, das Steven-Item gibt, dann finde ich das okay. Aber in 99,9% der Fälle kriegen wir hier Little Steven raus und das denke ich mir so, will ich jetzt nicht haben müssen. Komm. Natürlich. Ja, es ist ein bisschen schadenshoch, aber... Und Curse of the Blind, na danke. Geh doch einfach drauf. Na, wenigstens ein bisschen Geld. Blankard ist ziemlich gut. Sagen, ich bin überrascht, dass sie mich bisher noch nicht getroffen hat. Aber ja, wir werden diesen Raum nicht lebend verlassen. Es sei denn, eine der beiden Runen teleportiert uns raus. Hier ist kein Zertrinket. Oder wir kriegen... Nein. Okay, wir sind tot. Ist doch nicht normal hier. Das sind beides... Also ich habe in beiden Runs ziemlich gute Items bekommen. Aber... Okay. Im zweiten fehlte einfach absolut der Schaden. Deshalb... nicht happy. Okay, spring ins Feuer, Kumpel. Nicht mein Problem. Aber auch nicht mein Vorteil. So, was liegt eigentlich hier? Flatworm. Ich vergesse öfters mal, dass die Typen überhaupt hier... Wow. Nein. Vielleicht. Weil gut ist das Item nicht. Ich meine, wenn wir damit, wenn wir irgendwie ein Item kriegen, was wir vernünftig damit kombinieren können, dann... Oh! Furzt mich halt ins Feuer, du Arsch. Dann komme ich ja mit dem Pieper klar, aber ansonsten ist der echt nicht gut. Komm, flieg ins Feuer. Dankeschön. Ich bin nicht 100% sicher, ob die jetzt ins Feuer geflogen ist, die Fliege, oder ob sie einfach noch meine Tränen erwischt hat. Wie groß ist diese Ebene? Bitte schön. Also man hat etwas über 2 Minuten für pro Ebene eigentlich Zeit, aber eigentlich will ich die nicht ausreizen. Das heißt, die nächsten Ebenen müssen auf jeden Fall schneller werden. Jetzt geh doch einfach drauf. So, wow. Okay, ich würde mich ehrlich gesagt, glaube ich, schon mal von hier verabschieden. Man mit 2 Spinnen. Ich habe keine Bomben und echt keinen Schaden. Nee, das ist. Ich darf auch jetzt. Ja. Okay, machen wir es mal einfach.
Vielleicht kleines Erfolgserlebnis mal. Ja, wir spielen einen besonderen Charakter. Der glücklicherweise hier keinerlei Probleme hat, an das Geld zu kommen. Ja. Außer ich kann nicht zielen. Meins nehmen wir gerne. Lol. Ja, da hatten wir gerade direkt das Glück, dass direkt der Schuss einmal verhindert wurde. Komm, machen wir es einfach. Ich weiß nur echt nicht mehr, wie die Leben aufgeteilt waren. Ich glaube, zwei Soul Hearts ursprünglich und zwei Bone Hearts. Denn der Charakter hier hat keine normalen Herzcontainer. Gehen Sie bitte weg. Ja, die Bombe haben wir wieder zurückbekommen, das ist doch nett. Immer feste drauf. Nahkampf macht halt den meisten Schaden. Ja, wir können uns den theoretisch hier auch einfach einfacher machen. Gut, und runter. So, jetzt zeig mal her. Genau. Ja, zwei. Was noch? Nee, es müssten zwei Bauernherz gewesen sein. Zwei Bauernherz und zwei Seelenherzen. Gut, haben gut durchgeschlagen. Bis auf den Schaden, den wir kassiert haben, aber wie gesagt, der ist jetzt nicht so dramatisch. Ach, Monstro. Ja, wir haben den Vorteil, dass wir noch nicht unsere 100% Devil Deal Chance verpasst haben bei diesem Charakter. Denn für ihn sind nur relevant, ob wir die Bone Hearts verlieren, die er hat. Denn die halten jetzt, der leere Container hält sozusagen noch einen dritten Schlag aus. Dann verschwindet er aber. Kannst du jetzt einfach mal sterben, Monstro? Hast ein bisschen Trip of Meat. Ich möchte davon bitte keins haben. Ich kann hier nicht erkennen, ob da irgendwo ein Tinted Rock ist, also lassen wir's. So, wo ist denn hier der Itembaum? Runtergesetzt. Gucken wir, ob wir hier das Glück haben. Nee. Carbattery. Carbattery wäre nice, aber nichts, was wir brauchen. Dich nehme ich mit. Und nach unten, weil da ist irgendwo der Itemraum. Na.
Das war nicht so gut. Sieht lustig aus. Ob das was bringt, weiß ich noch nicht. Weil jetzt zu jeder Seite ein Knochen rausstehen. Nee. Und ab nach unten. Komplett miese Zeit. Na. Kommst du nicht durch? Du darfst jetzt auch nicht drauf gehen. Was hat mich da getroffen? Hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. Die Gasrune ist nett. Chance, wiederbelebt zu werden. Naja, brav, Spinne. Ich bin auf dem Bonehead. Genauso wie ihr. Lasst mich in Ruhe. Eine Güte. Na, der große Nachteil von Nahkampf in diesem Spiel. Boah, boy. Ah, ja, doch. Ich konnte mich nicht entscheiden. Hey. Wieso lebst du noch? Komm. Hoch den Kopf. Hallo. Ich habe nicht ewig Zeit hier. Keine Schlüssel mehr brauchen wäre nicht verkehrt, aber ich werde die Two of Diamonds jetzt auch nicht einsetzen. In der Hoffnung, dass wir noch die Blank Card finden. Das ist so ätzend, wenn wir keinen Schaden haben. Den Schlüssel. Interessant, dass wir scheinbar weit genug von der Fliege weg waren. Du lässt jetzt was zurück. Ja, nee, ist klar. Komm, geh drauf, du Made. Funktioniert. Irgendwie.
Na komm. Geh drauf. Sicher Geist. Ja, wobei, das war eigentlich gerade gar nicht so klug. Auch Schlüssel. Na. Den. Danke. Okay, jetzt explodieren die einfach direkt in unserem Gesicht. Warum auch nicht? Sie bitte alle weg von mir. Ich möchte sie nicht mit ihnen kuscheln. Oh. Warum gehe ich eigentlich die ganze Zeit nur im Nahkampf? Das ist gar nicht mal so smart. Und klar, als Geist sind wir ein bisschen in der Position unflexibel, aber wenn wir uns diese dämliche Leine immer wieder zurückzieht. So, schon besser. Auch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Ich vermute, wir sind nicht auf dem richtigen Weg zum Boss. Also ganz spontan vermutet. Ist das eigentlich euer Scheiß Ernst? Nämlich hier Spinnen. Ich kann mich nur wiederholen, keiner mag Spinnen in diesem Spiel. Ja, ich weiß, ich bin selber so komplett selber schuld, dass ich hier so verkacke. Aber es macht viel mehr Spaß, die Schuld auf das Spiel zu schieben. Sind wir doch mal alle ehrlich. So, kriege ich jetzt hier was Sinnvolles raus? Ich vergesse gerne mal, was dieses Item überhaupt macht. Also, du kriegst noch aufs Maul. Der Shop. Na gut, wir wissen nicht, was der Shop drin hat. Shortcut, okay. Dann noch lieber den Shortcutter. Richtig. Yes. Ich habe ein Déjà-vu. Irgendwie kenne ich diesen Raum schon. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Was ich auch noch nicht wirklich erklärt habe, der Körper, wenn wir ihn zurücklassen, um in, ja danke, um in Soulform, nenne ich es jetzt mal, zu wechseln, zieht Kugeln an, was ganz praktisch ist. Nicht so super, also ist schon noch
Sie können uns schon noch treffen. Aber zieht sie zumindest so in eine gewisse Richtung. Wäre cool, wenn das irgendwie mit dem mit der Metallplatte, die wir in unserem Kopf haben, kombiniert werden würde. So nach dem Motto, ja, dass der Körper kann dann halt auch die Projektile teilweise zurückwerfen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Gerade das Devil-Deal-Item. Aber wir wissen nicht, was es ist. Yay. Das ist Kacke. Naja, und Laser kann er natürlich nicht aufhalten, also will der Typ wieder mit seinem Laser anfangen, hätten wir ein Problem. Void. Void ist awesome. Aber Void ist halt für ein passiver Items gut. Man hat man nicht gerne aktive Items mit Void ein. Weil es kommt immer auf das aktive Item an, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Das war hochintelligent von mir. Ich wollte eigentlich wechseln und die Bombe da hochlegen, aber ich habe irgendwie nicht gerafft, dass ich so ganz die falsche Taste aktiviert habe. Ist hier gedrückt. Ja, mehr Bomben. Falls wir mal irgendwas wegspringen müssen. Könnte mal gucken, ob hier nicht der Secret Room drin ist. Yes. Macht's einfacher. Ja, ich hätte den Typ noch wegspringen können, aber. Wir haben es eigentlich geschafft, so wenig Schadens-Item zu bekommen. AKA eigentlich gar keins. Wow. Komm, machen wir es jetzt so. Machen wir es halt auf die brutale Art und Weise. Wir brauchen drei Schüsse für diese dämlichen kleinen Scheißhaufen. Das ist zu viel. Mein Geschmack. Effektiver lösen können. Habe ich auch nicht. Ich brauche Leben. Das ist Geld, kein Leben. Mein Geld nehmen wir auch immer gerne, aber. Einfach mal irgendwie drauf gehen. So, nur noch die große. Nope. Nur bitte nicht rumteleportieren. Alles nur nicht rumteleportieren.
Was habe ich gesagt? Das war gut geschossen, würde ich sagen. Ich muss sagen, der Bomberman war echt gut, den mitzunehmen. Och, gib mir doch Lebensspiel. Wow. Seriously. So beschissene Items. Ich meine, ja, an sich ist der Charakter super stark. Und wir können uns auch nicht darüber beschweren, dass wir irgendwie wenig Leben mit dem Soul Buddy hier bekommen haben. Aber, ach, komm. Unserem Main Dude geht's halt echt nicht gut gerade. So. Ich muss sagen, ich finde es nicht gut, dass hier noch mehr Typen auftauchen, anstatt dass einfach mal der Boss auftaucht. Diese dämliche Leine ist zum Kotzen. Ah, komm, her. So, gut, der zweite Reiter. Ich gerade in so einem kleinen Raum super geil gegen Krieg zu kämpfen. Alter. Das kann sich nur noch um Stunden handeln, bis der Typ drauf geht. Alter, kannst du aufhören, mich dauernd zu treffen? Dankeschön. So, ich werde jetzt mal hier reingucken. Oh, yes. Das war mir jetzt dumm. So, wir dürfen jetzt erstmal eine Zeit lang nicht mehr auf unseren, wir können nicht auf unseren Soulmate zurückgreifen. Ja, ich hätte theoretisch beide haben können. Plus dann mit Void noch das, die Black Bible einsaugen können. Das wäre auch intelligent gewesen, aber nö. Na, dafür haben wir zumindest mal einen guten Schaden. Gutes Schadensupgrade bekommen. Gucken, ob hier was drin ist. Book of Shadows. Ja, das will ich auf jeden Fall haben. Das, und der Dude trifft uns hier nicht, wir können die absnacken, alles gut. Jawohl. Dämliche Spinnen. Hier brauche ich eigentlich das Seelenherz her. Das habe ich nicht mitbekommen, dass wir das aufgesammelt haben. Aber ich werde mich da definitiv nicht drüber beschweren. Meine Range ist mit unserem Nahkampf eh zu vernachlässigen.
schon auch mit unserem Geist ist die ziemlich gut eigentlich. Also, ich kann mich nicht beschweren. Definitiv nicht. So. Aber der Vorteil ist, wir haben jetzt 30 Sekunden lang oder 15 Sekunden lang, nee, 15 Sekunden lang ein Schutzschild. Oh. Böser Loki. Ja. Wir haben halt. Wobei, nee, wir haben unseren Schaden gar nicht vernichtet. Das war ja nicht Number One, das den Schaden vernichtet. Machst du? Lieber nicht. Nein. Du sollst lasern. Komm. Aber. Braver Monstro. Hab ich echt nochmal Schaden genommen. Ja, ich hätte die Empress-Karte aktivieren können, aber. Uiuiui. Gar nicht knapp. Nein, nein, nein. Das einmal wegsprengen. Das einmal wegsprengen. HP generieren. Ganz ehrlich, wir geben dir jetzt erstmal ein paar Schlüssel. Brauch halt nicht so viele davon, deshalb. Schön, wir gehen wieder. Um zu chargen. Ich sollte auch mehr von den Kackhaufen kaputt machen, weil Petrified Poop und so. Nope. Uhu. Warum geht's denn hier nicht zum Boss? Oh. So, hier ist der Shop. Ich würde auch mal spontan vermuten, dass der Boss in die Richtung ist, aber. Ich dachte, ich wäre über dem Stein. Aber scheinbar nicht. Weil die Leine hat mich wieder runtergezogen, das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Nope. Nämlich mal gut was an Geld gemacht. Soulheart. Okay, es geht hier nichts um was. Ob hier unter den Schädeln was Interessantes ist.
Card Against Humanity. Die ist nicht verkehrt. Könnte jetzt gleich ein bisschen länger dauern, aber... Wir haben ja glücklicherweise Death Touch und Loki's Horns, das ist, geht relativ fix. Mir Stuff und Geld. Ja, mit Petrified Poop, was wir eingeschmolzen haben. Ich will ich eigentlich gar nicht haben. Interessant, dass der die Karte da hinten abgeschmissen hat. So. Schon besser. Hey, Luck. Steht sogar gar nicht so bescheiden. Nicht, dass wir Luck groß für irgendwas bräuchten, was wir... aber Luck ist so einer dieser Stats, nimmt man mit, wenn man ihn hat. Und ja, ich sammle gerade Geld ein, auch wenn wir es nicht mehr brauchen. Denn könnten alles Luck-Up-Münzen sein. Ich weiß, man kann sie irgendwie optisch unterscheiden, aber ich kann es nicht. Deshalb lassen wir das einfach. Angeblich haben die einen leicht grünlichen Schimmer. Wie gesagt, halte ich mich raus. Weiß ich nicht. Ich vermute, dass wir ganz nach rechts müssen. Gucken nicht, dass wir irgendwie noch in Stacheln laufen oder so ein Scheiß. Das wäre nicht schön. Oh nein. Du willst doch auch sterben. Aber ich will gerade nach Möglichkeit nicht meinen den Körper verwenden, weil Eternal Heart und so. Oh, das war knapp. So nicht mehr. Mit dem schon. Ich habe beides schon, okay. Dann nehmen wir das jetzt mit. Weil Polaroid. Ist die angenehmere Route. Und Curse of the Blind. Danke. Wow. Ja, wie gesagt, glücklicherweise mit Death Touch können wir ziemlich gut rasieren. Okay. Das war jetzt ärgerlich. Ihn.
Natürlich auch ärgerlich, dass wir die 99 Münzen in dem Moment bekommen haben, wo der Shop uns nichts mehr gebracht hat. Und jetzt noch ein Shop ist möglich, ja. Gibt ein Trinket dafür, dass wir in der nächsten Ebene noch einen Shop kriegen können. Und für die Ebene jetzt hier ist es halt zu spät. Jetzt hätte ich gerne noch irgendwie eine Karte, die uns noch Schaden bringt oder so. Ja, ich hätte die Empress Card mitnehmen sollen. Oder wir kriegen noch eine Devil Card. Das wäre jetzt ein Joker. Devil wäre auch okay, aber Joker wäre natürlich awesome. Nö, das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Warum kann der Boss nicht einfach mal in der Nähe sein? Suche den Boss. Wow. Das war knapp. Das hat uns fast unser Eternal Heart gekostet. Glücklicherweise nur fast. Jetzt haben wir es trotzdem noch verloren. Bist du mal auf? Wow. Okay, ich sollte echt mal sinnvoller spielen hier. Schön ist, dass er von dem Körper immer abprallt. Seriously. Wo ist einfach der Boss? Bitte. Wow. Das sind große Hirne. Big Brains und so. Komm. Du willst doch auch drauf gehen. Es darf so viel auszuhalten. Solange er theoretisch gleich auch nur ein halbes Herz regeneriert, ist er wieder safe, aber ist noch so ein Vorteil, dass der Charakter hier, der Bonehead vom Prinzip her, wie heißt es, nicht gewonshottet werden kann, solange er noch ein halbes rotes Herz hat. Auch nicht mit den Schaden, den die Gegner hier machen. Warum? Keine Ahnung. Haben sie halt so einprogrammiert. So. Och nö. Jetzt benehmt euch mal, Jungs.
hätte ja gern Poison oder sowas. Das wäre echt nützlich. Das war Glück. Hey. Oh. Komm. Was erwartet uns hier drin? Eine Bibliothek. Das ist okay. Gut, denn das sind jetzt alles unsere. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass wir bis zum Boss das wieder aufgeladen kriegen. Danke. Ich habe ich eben die ganze Zeit gesucht. Wo warst du denn? Nicht. Das Schöne ist, dann ist der Boss gleich auch ein One-Hit-Kill. Es gibt auf jeden Fall genug Räume. Sollten genug Räume sein, drücken wir es so aus. Na, geh durch die Tür. Ich weiß ja, ich hätte theoretisch den als erstes töten sollen, weil dann hätten wir den Effekt gehabt, aber das wird zu einfach. Einfach mag ich nicht. Hust, hust. So. Scheinbar hat der Laser nicht ganz getriggert. Und er hat uns so knapp verfehlt. So knapp wie es nur geht. Keine Ahnung. Ich werde mich nicht drüber beschweren. Fick dich, Spiel. So. Auf zu Mama. Lang. Mag euch. Aber wir können das Leben ja wieder regenerieren. Wo wir denn unsere Charges wieder vollkriegen. Vorteil, wir können eventuell eine sehr gute Rune rauskriegen und die dann über die Blank Card, die wir geschluckt haben, verdoppeln. Denn Blank Card funktioniert warum auch immer auch auf Runen. Ich hätte halt einfach noch ein Item eingeführt, was Runen verdoppelt, weil es gibt eins für Pillen und es gibt eins für Karten. Und das für Karten dupliziert auch Runen, aber das für Pillen nicht. Müssen wir nur noch Runen rauskriegen. Logischerweise. Ja, wenigstens merkt man jetzt mal, dass wir einen etwas besseren Schadensoutput haben. Den gucken zum Beispiel.
Habe ich eigentlich Black Rune oder Black Rune gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall die Black Rune. Drauf. Geben Sie mir am besten mal Items. Nein, natürlich nicht. Oh. Hier schon wieder. Hört mal, Jungs. Ihr nervt. Was ist das? So, ab her. Okay, wir gehen zumindest in die richtige Richtung. Keiner mag diese Geister. Zwei Black Runes, beziehungsweise so gesehen drei. Kannst mir gar nichts. Okay, der von hinten kam, der hätte mich gerade fast noch getroffen. Komm. Chris Schaden, okay. Die nächste Phase über. Kein Schild. Oh. Wow. Was? Ich hab nicht mitgekriegt, dass wir kaum noch Leben haben. Ich hasse mein Leben. Na gut. Haben wir wieder was geschafft. Also eigentlich haben wir nichts geschafft, aber haben wir ein bisschen Herzklappes da gekriegt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns Montag zu einem neuen Projekt wieder. Bis dahin. Bis dann. Ciao, Freunde.